Herzlich willkommen beim Young Spirit Podcast. Von Natur aus spirituell. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute wieder mit einem wundervollen Gast, mit der Petra Kathriner von Go Yoga. Willkommen, Petra. Hallo, Cornelia. Mega schön, darf ich da sein. Ja, es ist wunderbar. Ich war jetzt vorhin noch schnell aufs WC. Und wenn ich zurückkomme, finde ich eine turnende Petra in meinem Büro vor. Mit meinem Gymnastikball ist sie ein bisschen rumturnen. Und ich finde, das beschreibt schon so gut, wie Petra ist. Es dreht sich ganz viel um Bewegung. Aber also, ich finde, du bist so das kindliche, humorvolle, dir so können wahren, und das es so herrlich macht. Ja, aber ich würde sehr gerne dir das Wort übergeben. Du darfst dich gerne kurz vorstellen, so mit dem Klassischen. Von wo kommst du? Wie alt bist du? Was beschäftigt dich so am meisten in deinem Tag? Ja, also ich bin ja schon ganz lange hier im Kanton Obwalden, aber ich bin ursprünglich aus dem Kanton Schweiz. Und das sind Wurzeln, die ich auch sehr gerne immer wieder einfließen lassen. Also es ist auch ein Innerschweizer Kanton. Ich glaube, wir haben alle das Bodenständige und das Urchige in uns innen. Und ich bin stolz auf das. Ich finde das etwas Schönes. Und ja, wohne aber sehr, sehr gerne hier in Obwalden. Ich bin verheiratet und habe zwei wunderbare Kinder. Auch ein wunderbarer Mann natürlich. Und ich bin jetzt seit 10 Jahren am Yoga gegeben. Vor 10 Jahren habe ich die Ausbildung gemacht und jetzt bin ich da schon länger unterwegs. Wir haben uns ja das Yoga kennengelernt. Ich bin bei dir in der Yogastunde gelandet. Mhm. Und mittlerweile haben wir schon so viele schöne Sachen zusammen erlebt. Und nur schon in deinen Yogastunden, du mit viel Herzblut vorbereitet. Und wenn wir so ein bisschen wie aufs Thema kommen von der heutigen Episode, haben wir einfach mal abgemacht heute. Wir haben schon länger mal gesagt, hey, einfach so mit einem Teli einmal ein Gespräch, weil wir einfach immer so spannende Gespräche haben. Und ich habe so manchmal gesagt, oh, ich hätte es am liebsten aufgenommen. Ja. Und darum haben wir gesagt, so, jetzt machen wir das heute mal und es würde auch wieder jetzt ein bisschen planlos folgen. Gefühlt. Aber bis zum Schluss wird das wieder absolut Sinn machen. Und als wir vorher ein bisschen Tee getrunken haben und darüber geredet haben, habe ich gefragt, hey, fühlst du dich bereit? Hast du ein gutes Gefühl? Und dann ist wie so bei dir ein Moment gekommen von, hey, ich zweifle. Magst du da vielleicht gerade etwas dazu sagen? Mhm. Ja, ist dann wie schon gerade so aufgekommen, oder? Eigentlich finde ich das ein wunderbares Tool und ich höre deine Podcasts immer und finde die wundervoll. Und habe gemerkt, aber ich jetzt hier als Gast. Also ja, ich habe einfach gemerkt, da kommen Zweifel auf. Zweifel von die ich schon so gut kenne. Die Zweifel, die immer wieder auftauchen, egal ob ich ganz früher vor der Yogastunde jeweils. Auch die Zweifel, wenn man Mami wird. So oft begleitet die Zweifel einem einfach im Leben. Und das ist gerade vorher auch gerade wieder aufgekommen. Und dann haben wir wie gerade so gesagt, gell, das wäre jetzt, ich glaube, ist ein Thema, das viele immer wieder beschäftigt. Absolut. Genau, und da haben wir dann noch ein bisschen darüber geredet. Du hast gesagt, eben gerade vor der Yogastunde, da hast du so viele Jahre auch wie so Nervosität in dir gespürt und eben die Zweifel. Also von außen gesehen, dass es absolut keinen Sinn macht. Gell? Du hast ja gesagt, dein Mann hat das überhaupt nicht, oder wie das Gefühl gehabt, hey, was machst du dir für Gedanken? Aber was ist in dir innen abgegangen? Also kannst du das noch ein bisschen näher erklären? Ja, es ist wie so, oder? Es ist immer der Anspruch an mich selber. Ich möchte es ja so gut machen. Ich möchte, dass es den Leuten möglichst gut tut, dass ich die richtigen Worte breiche, dass es sie berührt, dass ich die richtigen Bewegungen aussuche, damit sie sich nachher wohlfühlen und der Rücken nicht mehr schmerzt oder was auch immer. Es ist ein grosses Spektrum und ich habe einfach den Anspruch gehabt, mich, dass alle Teilnehmenden sollen genau das Richtige können für sich aussuchen.
Und ich meine, der Anspruch ist sehr gross, ich bin mir das schon bewusst. Und trotzdem ist es mir einfach, es ist mir so wichtig, dass ich das überbringen kann. Ich habe dann gemerkt, also je mehr dass ich im Kopf bin, umso nervöser werde ich. Das finde ich ist ganz ein schönes Tool, um sich auch immer wieder, oder wo ich mir auch selber immer wieder vorhole. Wenn ich, glücklicherweise bin ich jetzt nicht mehr nervös vor der Yogastunde. Aber wenn ich wieder mal in so eine Situation komme, dann ist das ein Tool, das ich mir immer wieder nehme. Also ich sage mir, ich wandere von meinem, wo der Fokus ist ja meistens dann im Kopf, ich denke sehr viel. Es ist immer ein, was muss ich noch, was kommt als nächstes? Oder? Man fällt auch sehr schnell ins Grübeln rein. Und zum von dem wegkommen, denke dir einfach dich ins Herz. Also ich nehme mir ganz bewusst den Verstand, mag hier noch reden und erzählen und wandere einfach noch ab in mein Herz. So den Fokus ganz bewusst aufs Herz zu nehmen. Und dann bin ich nicht mehr so sehr im Verstand und gebe dem Zweifler auch nicht mehr so viel Raum. Genau. Und so hat es mit den Jahren sich wie so ein bisschen, ich sage jetzt zumindest in den Yogastunden, wirklich können wandeln können. Genau. Mhm. Und spannend ist ja auch, ich habe mal mit jemandem über das geredet, dass ich grosse Zweifel habe, ob das gut ist, was ich mache. Und die Person hat mir gesagt, nein, Petra, das hätte ich nie gedacht. Ich schaue dich an und das ist wie, du stehst da an und eben quasi mit Selbstbewusstsein oder wie auch immer, wie man das dann definiert. Und das hat nach außen macht das nicht der Anschein. Aber ich, für mich innerlich, ja, ich brauche viel Mut. Oder ich, es hat immer Mut gebraucht, da nicht zu stehen. Mhm. Ja. Da kann ich absolut mitfühlen, gerade was die andere Person gesagt hat. Eben, man kann sich fast nicht vorstellen, weil so deine Stunden einfach so mit so viel Energie und Leidenschaft wie überkommen. Und auch du bist so präsent. Und gleich, aber wenn ich es wieder von meiner Seite anschaue, also ja, mal, ich kenne das absolut nicht jetzt mit der Meditationsabend, aber gerade mit dem Podcast, wie jetzt hier auch, wo das, der Zweifler sehr oft kommt. Es gibt manchmal Episoden, wo ich sage, wow, mega. Und dann gibt es Episoden, wo ich Stopp drücke und denke, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendetwas Wertvolles drin ist. Aber ich glaube, der Anspruch ist immer ja, man will die eigentlich möglichst Beste. Einfach vor allem für unsere Hörenden, für deine Teilnehmenden von der Yogastunde. Und manchmal habe ich das Gefühl, sie wären in einem Stückchen schon voll bedient. Und wir selber haben aber immer noch das Gefühl, hey, es reicht immer wie noch nicht. Ja. Also ich glaube, ich habe mega viel mit dem Selbstwert zu tun. Das denke ich auch. Und dass es auch mal okay ist, so wie es ist. Obwohl ich schon eben mittlerweile glaube, eben, wenn du auch bei mir am Yoga bist, merkst du auch, ich meine, es läuft nicht alles nach Plan. Und manchmal passiert halt irgendein Fauxpas oder irgendetwas Lustiges. Und dann nimmt man das auch als Grund, um einfach auch mal dürfen lachen. Oder? Also, absolut. Finde ich auch schön. Ja. Ja. Das dünkt mich so ganz ein wichtiger Aspekt, eben immer mehr dürfen ins Vertrauen hineinzukommen. Wenn der Zweifel gross ist, oder, dann geht ja wie nicht mehr viel. Und wenn man es spürt, wie ich vorher erklärt habe, dass man eigentlich ins Herz kommt und es darf fliessen lassen, ja, dann hat der Zweifel keinen Platz mehr. Außerdem nimmt es das Strenge und den Druck und das, ja, dann nimmt es dir die Schwere raus. Ja, genau. Ja, und wenn es einfach, ja, wenn es darf fließen, dann, gell? Dann ist es also gibt es eine andere Energie. Und manchmal gelingt das einfach so. Ich kann einfach in die Yogastunde kommen und ich merke, ich bin einfach im Fluss und es fließt und hängt herum, ja. Dann ist der Zweifler grösser und dann bin ich sehr froh. Ich habe immer noch das schönste Zettelchen mir vorbereitet, wo ich abschauen kann. Und das gibt mir einfach die Sicherheit noch. Ja. Und das finde ich auch völlig in der Ordnung. Weißt du, so mit dem Wissen, dass wenn etwas wäre, ich habe noch meinen Zettel zur Sicherheit, als Backup. Aber schön, wenn es immer mehr fließen. Ja. Ja. Ja.
Und ich finde, das zeigt ja wie so schön, dass es darf ja wie beides sein. Also, du beschäftigst dich auch sehr fest, nicht nur mit der Thematik Yoga, sondern auch mit Themen von Spiritualität und Mindset und so weiter. Mhm. Und bist sehr bewusst unterwegs, aber dass auch wie das auch darf sein, dass du mal einfach ein Bad Day hast. Also, dass du einfach das Gefühl hast, jetzt überfordert mich gerade alles. Oder jetzt habe ich gerade nicht so mega die Energie für die Yogastunde oder wie auch immer. Dass auch das darf sein, dass es auch Idee, auch wenn es wir das Produkt sind, wir als Produkt auch nicht immer perfekt sein müssen. Ja. Ja, ich habe gerade irgendwie vor 2 Wochen so gewesen, habe ich gemerkt, ich bin einfach wie nicht ganz bei mir. Oder? Und nachher so eine Yogastunde zu geben, ist einfach anders und es ist schwierig, weil wenn ich nicht bei mir bin, dann gehen die Gedanken irgendwo hin und ich bin wie nicht präsent, ich bin nicht da. Und ich habe natürlich dann den Anspruch trotzdem, dass ich das möglichst gut und richtig mache. Und habe dann gemerkt nach dem Abend, also das ist jetzt gar nichts, oder? Und dann aber auch dürfen rauszugehen und sagen, hey, ich habe mein Bestes möglichst gegeben. Ich bin da gewesen, oder? Mhm. Also, ja, ich habe nicht einfach gesagt, ich komme nicht, sondern wenigstens bin ich da. Nein. Ja, ja, hast also, du gleich das Beste probiert. Ja, genau, ich habe das Beste gleich versucht. Ja. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich aber über Teilnehmer fragen, wären auch die wieder happy? Das ist ja auch wieder das, wo die wahrscheinlich einfach mir das Gefühl haben, wow, da wäre es für mich möglich gewesen, ich bin nicht voll in meiner Energie gewesen. Aber es kommen ja auch die Teilnehmer, die vielleicht in dem Abend auch nicht weiss, wie aufnahmefähig sind, die das vielleicht völlig gereicht hat. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Genau. Ja. Aber du, oder eben, sie kommen mit denen nicht mehr und dann, gell, das gibt es auch, mit dem musst du auch rechnen. Das ist eine Ordnung. Ja. Das ist wieder sortieren und frisch mischen. Aber ich finde schon auch, wir haben auch schon mal das Thema gehabt, im Sommer, wir zwei, wo wir darüber geredet haben, eben mit also diesen Bildern, die man sollte entsprechen, wie wir sollten unterwegs sein. Gerade wir eben, sage ich jetzt mal, in unserer Szene. Genau. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig, finden, das so zu benennen, aber es ist ja wirklich einfach so eine Szene geworden. Gerade rund um Yoga und um Spiritualität und so weiter. Ja, weil es einfach auch sehr fest schon die Bilder gibt, wie wir jetzt hätten sollen sein. Passt eigentlich auch wieder voll dort drin rein. Also eine Yoga-Lehrerin hätte eigentlich immer müssen, die sollte immer in einem guten Mut sein, die Stunde muss immer perfekt sein, sie muss immer ausgeglichen sein, sie muss beweglich sein. Ich denke, da kennst du noch ganz, ganz viele so Sachen. Irgendeinem gewissen Körperideal entsprechen, oder? Genau. Und dann finde ich eben auch, wenn es mal so eine Stunde gibt, so, das zeigt dir dann wieder, hey, wir sind immer noch Menschen. Wir. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist das, was den Leuten manchmal auch gut tut. Wo sie vielleicht mit sich eben selber auch zweifeln und dann denken, ah, schau, jetzt glaube ich, Petra heute auch mal einen schlechten Tag. Oder irgendwie, dass das für die auch wie sein. Voll, genau. Und auch so eben, dass die Dogmen nicht so, die sind genau da zum Brechen, oder? Also, das muss nicht nach Schema XY muss eine Spiritualität ablaufen. Und man muss nicht dem Bild entsprechen von einer Yoga-Lehrerin oder von einem Menschen, der auf einem spirituellen Weg ist, dass das jeder anders lebt und dass das okay ist, dass das jeder anders lebt. Also ich habe dann noch so ein Beispiel. Ich war letztes Mal in Yoga-Ferien und dann ist das so, hat man am Abend nach dem Essen, das natürlich vegetarisch war, gescheiter kein Alkohol getrunken. Und es sind alles so Dogmen, wo ich finde, hey, natürlich, also wir sind uns ja einig, dass es nicht gescheit ist, Alkohol zu trinken. Das wissen wir alle. Aber wenn ich mal Ferien habe und das Gefühl habe, ich gönne mir jetzt ein Bierchen zum Nacht, dann ist das in der Ordnung. Und dann muss ich nicht ein schlechtes Gewissen haben. Und die anderen Teilnehmer, die haben mich dann auch gefragt, ja, jetzt bist du Yoga-Lehrerin und du trinkst jetzt ein Bier und so. So, ja, ich trinke ein Bier und ich trinke das mit Genuss und mit Freude und dann kann ich das auch gebig verantworten. Also einfach so, dass
den Druck rausnehmen und dürfen so zu sein, wie man ist. Weil wenn das Gefühl da ist, von, ah, ich darf doch einfach sein, wenn ich bin. Nichts muss, kein Zwang ist da. Und das soll Yoga zum Beispiel nicht vermitteln, dass man einem gewissen Ideal muss entsprechen, damit man überhaupt kein Yoga machen kann oder eben in so eine Yoga-Ferie gehen. Und das hat mich auch ein bisschen, habe ich eigentlich ein bisschen schade gefunden. Oder? All die anderen haben wie das Gefühl gehabt, sie müssen einem gewissen Ding entsprechen, damit sie da reinpassen. Und oder hat auch die eine hat gesagt, sie freuen sich schon daheim auf ihren Gin, ich weiß auch nicht, wie der geheißen hat. Also so, oder so. Gönn doch dir das jetzt auch, ist doch okay, du musst doch gar nichts. Du musst das nicht hinter verschlossener Tür machen, genau. Sondern du darfst das. Ja, ja, ich finde, das ist eine mega wichtige Botschaft, gerade in unserer Welt, wo wir ja sind, mit Social Media und so weiter, wo ja, uns irgendwie 2% gezeigt wird von einem Leben von einem anderen, von irgendeinem Berühmten oder von irgendjemandem, den wir toll finden. Das sind natürlich einfach die 2%, die rausgebützelt sind. Aber die anderen Sachen sehen wir wie nicht. Also das sehen wir auch selber vielleicht bei uns auch. Wir posten ja vielleicht nicht einfach alles. Oder nicht, wenn wir völlig Krise schieben oder gerade einen riesen Streit haben. Und ja, dann sind wir einfach still, oder? Ja. Und das wirklich auch können, an solchen Orten auch können zeigen, gerade an solchen Sachen an. Eigentlich immer. Darum, sei es in deiner Yogastunde, sei es daheim mit deinen Kindern, sei es mit Freunden, einfach, ja, ich komme einfach immer wieder der real shit. Das ist einfach der real shit. Das ist ja nicht nur Peace und Blümchen und Licht und Liebe. Und es ist manchmal wirklich einfach scheiße. Dass man authentisch sein darf. Genau, und dass das halt auf sein. Mhm. Und wenn man jetzt nach dem geht, dann dürfte ich eigentlich gar nicht ins Yoga kommen, ich so unbeweglich bin. Ja, oh, das ist auch so ein ja, ich weiss Petra, nicht, komme ich seit Jahren zu dir, ich bin immer so unterwegs. Eigentlich völlig versagt, wir beide, du als Lehrerin und ich als Schülerin. Oh, machen wir. Genau, auch das darf sein. Ich fühle mich wohl bei dir und hast du nie gesagt, ah nee, jetzt kannst du das immer noch nicht. Nein, sicher nicht. Das wird nie vorkommen, glaube ich, bei dir. Mhm. Das spürt man, dass alle willkommen sind. Ja, das ist wirklich, das ist mir sehr wichtig. Ja, das ist mir mega. Ja, das, wenn du kommst oder wenn ihr kommt, dass es wirklich ein Ort ist vom Ankommen, vom Dürfen sein, eben. Dürfen sein, wenn man ist. Mhm. Nicht sich müssen verstellen. Ja. Ja, dass mehr, ja, genau, dass mehr irgendetwas. Ja. Und das finde ich ganz etwas Wichtiges. Dass ich darf, wenn ich möchte und wenn das sich richtig anfühlt von innen aus. Aber ich mache es nicht, weil man das von mir erwartet. Ja, ich glaube, da haben wir manchmal ein bisschen Rebellen in uns innen, wo kaum kommt, dass man sollte. Petra und ich sicher das schon mal in der Frage. Ah, man sieht. Ja, kann sein. Ist jetzt echt das gerade so eine Einladung, das genau nicht so. Also ich sehe das nur. Ich habe manchmal schon das Gefühl, das weckt in mir innen gerade so ein etwas, so der Satz, man sollte und man tut doch. Das ist in mir innen, da kommen da so kleine Hörnchen raus und sage ich so, sicher, muss ich, wirklich. Wirklich. Genau. Eine ganz andere Frage. Wie sieht ein Tag in deinem Leben aus? Gibt es einen Alltag? Gibt es das? Ja, schon nicht so ganz, wie soll ich sagen, so einen normalen. Mhm. Ich habe meistens so, dass ich eben einen ziemlich guten Tag dran habe, bis ich eine Yogastunde vorbereitet habe. Mhm. Ja, also das ist so mit dem Thema, das ich ja immer mit reinnehme und mit den Bewegungen, die ja aufbauend sind. Also ich fange ja immer mit einer Mobilisation an, damit nachher am Schluss auch alle Körperteile einmal bewegt worden sind und dann auch immer den Fokus dann legen auf einen Bereich im Körper. Und der muss ja dann auch möglichst gut aufgewärmt sein, also muss das auch schön alles aufeinander abgestimmt sein. Dann ist es mir ja auch ganz wichtig, was ich für Worte wähle. Das notiere ich mir auch notieren. Mit Zettel haben, damit ich da nichts vergesse. Und manchmal bin ich ganz fest froh um den Spick, genau. Und kann das dann auch nochmal durchgehen.
Mhm. Ich darf da schnell drin fragen. Eben einen Tag Vorbereitungszeit für eine Yogastunde. Mhm. Wir haben vorher gesagt, ey, ich habe zum Beispiel einen Tag plus minus für eine Meditation aufzunehmen oder für einen Podcast. Ja. Und dann hast du irgendwie gesagt, eigentlich müssten wir die Gutverdienenden sein. Eigentlich müssten wir, ja, wirklich so viel Energie, die da drin fließt. So viel Herz. Echt überrascht, dass es das so viel Zeit ist, ja, wo du dann von jede Woche investierst. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und das spürt man ja auch. Aber gleich, man ist sich nicht bewusst, dass es das so viel Zeit ist. Mhm. Ja, ich weiss. Also weißt, es ist ja so, eben, dass manchmal mein Mann so findet, ja, also Petra würde es nicht auch auf dem längen. Und ich finde einfach so, nein, es muss wie immer auch die frische Energie tragen. Mhm. Ich kann wie nicht etwas Altes machen. Also klar hat es Bewegungsabläufe drin, die ich nicht immer frisch erfinde, aber es ist wie einfach, jede Woche eine neue Energie. Und ich spüre das dann einfach, nehme das aus dem Umfeld mit und bringe das in die Yogastunde rein. Gell? Das ist auch der Anspruch, den ich habe, dass so will ich Yoga weitergeben. Ja. 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 Das kann man jetzt von verschiedenen Seiten anschauen. Eben ist der Zweifler in dir, der sagt, hey, du musst es so gut machen. Mhm. Oder eben ist es ist wahrscheinlich wie beides. Der andere Teil, der sagt, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ich will, dass meine Yogastunde diese Energie hat. Genau. Und dann ist noch die andere Frage, fällt es dir leicht, das vorzubereiten? Oder machst du das gerne? Also tust du gerne in die Zeit investieren? Oder ist es jedes Mal, wo du denkst, boah, jetzt muss ich wieder für die Woche eben, jetzt muss ich vorbereiten, jetzt muss ich mir den Tag wieder rausnehmen. Mhm. Ich nehme an, es ist wahrscheinlich nicht so, sondern... Es ist beides, gell? Es gibt sicher auch Tage, wo ich merke, boah, jetzt wieder... Oder eben, hast du vielleicht nicht gerade so einen Input. Mhm. Aber im meisten Fall ist es schon so, dass ich mich darauf freue. Mhm. Mhm. Also, ja, das ist ja wie wieder ein Pflänzchen, das wächst, oder? Ja. Jede Woche neu. Ja. Und nein, es ist schon so, dass ich das gerne mache. Sonst wäre ich ja auch nicht die Yoga-Lehrerin. Aber es ist, das ist wirklich, es ist ein grosser Aufwand, aber ja, es ist ja wieder eben, ich stehe nachher mit dem an, oder? Mhm. Mhm. Und es ist etwas Gefreutes und es freut mich ja dann auch, das weiterzuteilen. Ja, und dann eben ist ein Tag ist die Vorbereitung, den mache ich, dann habe ich ja zwei Kinder, die kommen und die brauche ich mich nicht mehr so wie auch schon, aber doch immer noch wieder gibt es ganz viele schöne Erlebnisse, die wir teilen können miteinander. Und dann nachher, ja, wenn dann am Abend mein Mann kommt, dann gehe ich meistens, dann gehe ich dann Yoga geben. Genau. Ja, das ist so ein Tag in meiner Woche. Mhm. Wie sehe ich für dich einen perfekten Tag aus? Ein perfekter Tag wäre, dass ich einmal Yoga nehmen. Also es ist schon so, dass ich manchmal merke, dass für mich die Seelennahrung manchmal etwas fehlt. Mhm. Dann muss ich auch mal schauen, dass ich mir das zwischendurch einrichte. Auch singen. Ich liebe singen. Letztes Mal wieder dürfen so einen schönen Singkreis sein. Und ich fest spüre, dass das an mir ganz viel gibt. So mein eigener Ton ist einfach heilend. Und das sagt man auch, das wäre es für alle. Mhm. Also singet, so viel ihr könnt. Es ist wirklich so. Und eben, man muss nicht können singen, das ist ja immer das, oder? Der Anspruch. Mhm. Also das weiss ich. Den Anspruch habe ich nicht an mich. Ja. Ich singe einfach, weil ich gerne singe. Mhm. Ja. Ja, wieder auch, wie wir als Kind einfach auch gesungen haben. Ja. Mhm. Ich war übrigens bei der Linda. Das ist gerade noch Werbung für die Lindenburg. Ich war auch bei ihr. Ja. Ich habe gerade das. Also ich hätte es nicht gewusst, ob ich es ansprechen oder nicht. Es ist spannend, dass du das sagst. Super, so gut. Ja, genau. Ja, bist du gewesen. Ich war jetzt eben einmal. Das ist auch so schön. Ja, wirklich. Ja. Genau. Also wirklich sehr empfehlenswert. Mhm. Ich könnte auch mal drei Güchsle bei der Linda. Ich glaube, sie gibt es auch einen Unterstand. Ja. Ich gibt es in Sinnkreis. Genau. Genau. Stand dort im Raum der Welten. Mhm. Auch ganz, ganz eine schöne Sache dort. Genau. Und im Zarnen da bei der Simon. Genau, bei der Simon Andra, ja, hat ihren wunderschönen Raum. Mega.
Ja, nur schon der Ruhm und die Energie von ihrem Ruhm. Ja. Also auch noch liebes Grüßli, Simon. Genau, lieber Gruß. Das ist so schön, das ist so jetzt mit dem Podcast mittlerweile entstanden, dass sich so viele Leute hier auch jetzt Obalden in Walden und Umgebungen kennenlernen können, die so tolle Angebote haben. Ja. Ich davor wirklich wenig gewusst habe. Oder, ja, du musst glaub, manchmal wirklich auch so ein bisschen Empfehlung irgendwie an so Sachen ankommen. Und darum eben, Linda kenne ich jetzt wirklich erst seit Kurzem, aber es ist mega, es ist wirklich mega toll. Ja, ich auch. Es ist jetzt spannend, dass du das, das sagst. Und sie ist ja auch von Stalden. Ah ja, stimmt. Und mein Mann hat sie natürlich auch gekannt. Und das war noch lustig, ja, haben wir dann nachher herausgefunden. Und ja, das ist so spannend. Das Schöne ja. An dem Ländlichen bei genau. Uns. Und alles wieder irgendwie zusammen. Und auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, ah, wir sind irgendwie so Paradiesvögel und so, wir sind vielleicht ein bisschen spezieller hier jetzt auf dem Land. Und dann merkst du, ah, es sind eigentlich mega viel, die wirklich mit coolen, schönen Sachen unterwegs sind. Wir sind eigentlich viel Paradiesvögel. Ja, ich glaube, eben, das sind eben die, die so ein bisschen die Weite brauchen, die Art, so ein bisschen die Freiheit. Also das würde ich unterschreiben. Wirst du das unterschreiben? Ja, finde ich, ja. Ich brauche einfach so den Raum, oder? Und das, ja, ja, so ein Stück Freiheit und dürfen Weite, ja. Weite dürfen haben. Sehr schön. Hast du irgendwelche Zukunftsträume und Visionen? Irgendwelche Wünsche dir innen, wo du sagst, ah, das ist etwas, was schon lange begleitet, irgendwann? Also ich bin ziemlich sicher, dass jetzt einmal ein Yoga-Retreat wird stattfinden. Ja, das bin ich, das ist schon lange bei mir so ein bisschen, was ich finde, das würde ich gerne mal machen. Dass man mal ein Wochenende wirklich mit mir darf fort. Und also ich hätte einfach so einen Traum, vielleicht gehört jetzt das gerade jemand und der findet ihn dann, ja, los geht's. Das wäre schön. Ich will eigentlich einen Ort schaffen, wo alles so Angebote, wie wir zwei sie jetzt machen, Yoga, Coachings, Meditationen, alles, was da reingeht, wo einfach der Seele gut tut. Ich würde mir ein Haus wünschen, ein grosses Haus, wo all die, oder ein paar verschiedene Angebote drin wären. Und weißt du, anstelle, dass man jetzt in ein Spa und in ein Wellness geht, so, in dem Sinn geht man dann dort hin. Das ist ein Seelennahrungshaus. Und du gehst dort hin und du weißt, jetzt komme ich da rein und ich beschäftige mich mit mir. Schaue einfach, dass es mir und meiner Seele hier gut geht. So ein Haus wünschte ich mir. Ja. Und natürlich wäre ich dir auch gerne ein Angebot in diesem Haus. Und du hoffentlich auch. Das würde ich mir wünschen. Weißt du, anstelle, dass es so fette Shopping-Malls gibt, als Ablenkung und sich etwas Gutes zu tun. Nein, gibt es ein Haus, wo du nach innen schaust. Oder wirklich etwas Gutes tust. Ja, mega schön. Ein Traum. So schön. Wieso hast du das Gefühl, braucht es das genau? Gell, es ist einfach viel Ablenkung da. Also ich merke einfach, dass... Also ich merke es ja an mir selber, gell? Du würdest ja lieber noch schnell... Was soll ich jetzt sagen? Jetzt wollte ich gerade sagen, das im Garten fertig machen, aber das ist eben auch ein Stück Seelennahrung für mich, im Garten. Noch schnell dort einkaufen, ja, oder? Ja, genau. Also so anstelle, dass ich jetzt mit dem Gefühl umgehe, dass ich jetzt vielleicht nicht ganz so zufrieden bin oder dass eine Unruhe in mir stattfindet und das anschauen. Anstelle von dem suche ich mir etwas im Aussen. Das ist ja so ein bisschen... Oder ich meine, wenn ich sehe mit dem... Ich bin da voll raus, oder? Aber alle haben ja Netflix und in China ist das der Hit, oder? Man tut da sich gerne irgendwie die Serien eine nach dem anderen und ich glaube, da kann man auch wirklich drin gehen. Und also weißt, das ist in der Ordnung, ich will niemanden für das verurteilen, aber es ist einfach Ablenkung. Und Stunden. Stunden? Ja. Ja.
Deshalb. Ja, deshalb. Das ist jetzt ein schöner Impuls. Vor allem, ich höre sehr viel auch von Leuten, manchmal, ja, ich habe kaum Zeit für mich. Mhm. Oder auch viel, klar, Mamis haben eine andere Situation, die sind vielfach wirklich 24/7 im Dienst. Ja. Aber wie du das jetzt gerade ansprichst, was könnte man kippen, wo einem eigentlich nicht gut tut, sondern die Energie nimmt, genau. Muss es am Abend. Manchmal kann es die Lösung sein, dass wenn Kinder im Bett sind, Hirn leeren. Natürlich. Ich, okay. Ich bin zum Beispiel, ich lese zwischendurch mega gerne Schnauzer-Roman und ich denke, genau, es ist so super. Ich weiss, warte, na, es gibt ein Happy End. Oder? Und zuerst gibt es nur Krach. Und dann ja. Auch das gibt es auch bei mir. Und das habe ich manchmal, wo ich das Gefühl habe, wow, ich brauche das wie. Gerade auch wenn ich am Abend arbeite, kann ich auch nicht direkt ins Bett. Ich brauche wie noch ein bisschen. Ja, wenn ich energetisch gearbeitet habe, dann brauche ich wirklich irgendetwas, das mich wirklich wieder voll runterbringt. Ja. Und dann ist das so etwas, dass ja. Ich halt gleich ein bisschen Fernsehen schaue. Wir haben jetzt zwar auch keinen Fernseher mehr, aber wir können gleich online irgendwelche Sachen schauen. Genau. Aber eben, wenn ich dann manchmal höre, ja, ich habe wirklich keine Zeit für mich, dann mal wirklich genauer schauen, hey, was kann ich ändern. Ich habe das bei mir auch, in meinen kleinen Schritten bin ich dran. Wie zum Beispiel irgendwie für Insta. Das auf eine halbe Stunde timern, dass es noch einfach zugeht, ja. Wenn das durch ist. Und, ja. Und dann mal zu sehen, okay, krass, jetzt bin ich schon wieder eine halbe Stunde drin gewesen. Klar, könnte man es bei mir noch sagen, ich könnte es mir jetzt noch schön einpacken, es ist noch mein Business. Sorry, für das Post jetzt nicht. Nein, das gibt es definitiv nicht. Ja. Klar bin ich manchmal, komme ich auch wieder auf Ideen und Inspiration, das darf ja alles sein. Darf alles sein. Aber ich finde, wie ein Gewicht, wie du das jetzt so schön beschreibst, darf sich viel mehr wie verschieben. Hey, ich gehe nicht konsumieren, sondern oh, ich nutze die Zeit für mich. Ja. Ich gehe nicht vom Aussen irgendwelche Sachen kaufen und suchen holen oder Impulse holen. Es hat auch wieder in der Coaching und in der spirituellen Szene auch wieder einen ähnlichen Trend von ich gehe von einem Medium zum anderen, ja, ich gehe von einem Coaching ins andere. Aber wenn ich es nicht umsetze oder wenn ich wie nicht auch lehre, in meinem Alltag kleine Sachen einzubauen, ist das wie nicht, das geht das wie ganz, das Gleiche nicht? Ja, das finde ich auch ganz einen wichtigen Input. Das ist mir auch mal schon so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, ich bin vom einen Thema ins andere, weisst, und habe dann, aber das Leben ist ja dann auch wie an mir vorbei. Also das Leben geniessen, für das ist es auch da. Und ich habe wirklich wie so auch gemerkt, es geht, weißt du, es ist dann so ernst geworden, oder? Ja, das kenne ich ja. Oh, und jetzt kommt man oh, muss das Thema arbeiten, genau wieder an. Ja, und oh, ja, ich sehe, das ploppt jetzt auch wieder auf. Und ich müsste, glaube ich, dem auch noch ein bisschen arbeiten, weil im Schein ist es ja mein Resonanzfeld. Also los, da auch noch, da auch noch. Und das Kind spiegelt auch so wundervoll jeden Tag. Also eben, und dort einfach auch mal. Also, einmal wieder können sagen. Ja, wirklich. Hey, einmal wieder den Fuß am Gas nehmen und einfach sagen, ja, wohl jetzt. Ja. Und darum finde ich es auch wie am schönsten, wenn man für sich im Alltag immer wieder einfach so kleine Sachen an kann nehmen. Oder aber wie du sagst, jetzt, wir sind jetzt so unterwegs, dass wir die Themen, die aufploppen, nehmen und oh, da ist was. Das ist schon mal mega gut, als wenn wie ein dicker Elefant im Raum steht und man macht einfach einen riesigen Bogen drumherum. Also das kann ich manchmal an, ich weiss es schon lange. Das kann ich manchmal an, aber ich finde, das ist ja wie schon wertvoll, wenn du siehst, hey, das ist das Thema. Und wenn es vielleicht mit kleinen Sachen kannst, eben wie schnell auf dem Gymnastikball schnell wieder zu meinem Kind zurück oder auf einen Marsch oder in den Garten oder ich arbeite mega gerne mit den Tüften oder du hast vielleicht gewisse Bewegungen, wo du merkst, hey, jetzt bin ich voll dort oder dort. Die Emotion ist aufgeploppt, jetzt kann ich da irgendwie etwas machen, dass man sich einfach ein bisschen selber helfen kann. Ja, unbedingt. Aber wie auch nicht so das Übercoachen oder das Über... Es gibt wie wieder da, wieder das beides. Das sehe ich auch so in dieser Coaching-Bubble manchmal, auch wenn jemand online mal zu irgendetwas, sich irgendwie zu etwas äußert oder so. Und dann heisst es gerade, das ist im Fall das Thema noch nicht angeschaut. Ja. Wie so mit dem Finger. Ja. Und dann denke ich so, ja, logisch habe ich das Thema nicht angeschaut. Ich habe, es kommt jeden Tag ein Frisches. Ja. Und wenn ich keine Themen mehr hätte, dann kann ich eigentlich sagen, tschüss, es war schön hier. Aber genau. Der Moment wird nie kommen. Es wird bis zum letzten Atemzug. Ja, wird es so sein, dass die Themen kommen. Genau. Passt eigentlich auch wieder so zum Einstieg, so wie kann wieder mit, lieb mit uns sein.
Ja, die Zweifel, der Zweifler, der wird wahrscheinlich auch bis zum letzten Atemzug rum sein. Genau, und dann einfach, der darf ja da sein. Das ist, finde ich, auch noch ein schöner Input. Also ich meine, der darf da sein, man darf ja auch anschauen, wo könnte man sich allenfalls noch verbessern, was, wo gibt es noch Spielraum nach oben. Mhm. Aber einfach nicht so, ja, dass man schlussendlich die Sachen nicht abpackt, zum Beispiel, oder? Mhm. Und ja, der darf da sein, aber er darf nicht überhand nehmen. Ja, ja, genau. Ja, und jetzt kommen wir wie so Sabrina in Sinn vom letzten Podcast, der einfach gesagt hat, sie schauen das einfach als Einladungen an. Wir kommen wie immer wieder die Einladung über vom Leben. Das sind mit Themen, die uns begegnet, mit schmerzenden Körperstellen, was auch immer. Und wir können die Einladung annehmen oder nicht. Aber wir haben das immer die so. Wahl. Mhm. Wir haben auch mal die Wahl zu sagen, ja, ich weiss, dass das Thema klopft und ich ignoriere es jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock. Ich gehe jetzt lieber an das Fasnacht schauen. Keine Ahnung. Genau. Thema, du kannst in 3 Wochen wieder. Ist mir jetzt echt gerade egal. Auch das darf mal sein. Voll, bin ich voll bei dir, genau. Und so ist ja unser Leben. Es bringt immer wieder Einladungen. Also es ist wie so, ich habe es mal so ein mit dem Schicksalsengel erklärt und mit dem Buch vorausgeht, wo du dir wie vorgenommen hast und beschrieben hast, was will ich so für Themen nehmen, nicht im Detail, aber so für Oberbegriffe, mit was für so Grundthemen will ich in Berührung kommen. Mhm. Und der geht dir voraus und schickt dir immer wieder so Kreuzungen oder so Einladungen. Und wenn du aber sagst, nein, ich habe jetzt gar keine Lust, dann kehrt er wieder und also gut, ich schaue nachher eine nächste Einladung. Und dann kommt die nächste Einladung oder die nächste Kreuzung vielleicht am nächsten Tag schon oder sie kommt dann vielleicht ein halbes Jahr später. Genau. Aber ignorieren kannst du es nie, das kommt eh wieder. Es wird wiederkommen, genau. Es wird wiederkommen. Und eben, es ist schon so, man darf, oder man kann es anschauen als, puh, ich mag nichts oder es ist schwierig oder, oder man kann es anschauen als Einladung fürs Leben und ja, ja, das Beste daraus machen, oder? Mhm. Das also. Ist ja immer für einen. Das ja, ist ja, genau. Es hat hinten dran immer ein Geschenkchen. Wir haben heute so mit einem lustigen Satz angefangen. Wir sind beide immer ein bisschen knapp dran. Genau. Wir sind immer ein bisschen knapp dran. Aber wenn wir da sind, sind wir da. Mhm. Und wir haben gesagt, aber wir sind immer mutig zum Springen. Das ist so eine schöne Qualität, die wir beide ja wie so in uns innen sehen. Ja. So, dass mit dem mutig sein. Und jetzt weiss ich gar nicht, warum ich jetzt auf das komme. Wegen der Einladungen. Aha, ja, wirklich eben auch dann auch Ja sagen mal zu diesen Einladungen. Und auch mal, manchmal sind es ja wirklich auch Einladungen zum Mutig sein, zum Springen, ja, wie du sagst. Glaube ich auch. Ja. Hätte dich das auch in deinem Leben schon manchmal begleitet, einfach das Springen? Ja, eben genau das, oder? Wo ich, der Zweifel war ja gross gewesen, am Anfang, zum Beispiel Yoga weiterzugeben. Und ich kann dir ja nicht genau sagen, was war denn, was mich angetrieben hat. Es war einfach, ich mache das, ich springe. Mhm. Jedes Mal wieder ins kalte Wasser. Ja. Das war nicht einfach, aber ich bin gesprungen jedes Mal wieder. Ja, und da wie jetzt um zu zeigen, ja, also wir nicht immer die grossen Themen sind, die Mut erfordern. Genau, sondern ich glaube, die sind auch sehr individuell. Mhm. Genau. Für dich und mich mag etwas ganz anderes oder Mut erfordern als für jemand anderes. Ja. Ja, man kann eben darum, man weiss nie, wie es ist, wenn man in anderen Schuhe steckt. Auch ganz etwas Wichtiges, wo man sich immer, immer wieder darf führen holen. Ja, du, liebe Petra, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang ein bisschen reden. Ich glaube, das ist auch, das habe ich, glaube mal hier im Sommer gesagt, ich würde mega gerne so mal wie einfach so ein Gespräch unter Freunden, so nicht das klassische Interview. Und ich habe das jetzt auch noch geschätzt, ich habe meine Sachen auch noch ein bisschen drin hineingeben. Ja. Und es hat sich so schön ergänzt. Wie ich finde, wir ergänzen uns eh wundervoll. Finde ich auch so. Machen wir jetzt gerade einen sehr scharfen Rang zu unserem Angebot. Wir haben schon 2 Co-Kreationen dürfen in die Welt rausbringen. Mhm. Vielleicht magst du erzählen, was wir da so planen oder schon gemacht haben oder jetzt wieder durchführen. Also wir haben ja unser schönes Event Herz über Kopf, das wir schon mal gemacht haben. Ganz, ganz schön, wo man eine Yoga-Sequenz anbietet und dann ein Duftöl selber herstellen mit dir. Ja? Mhm, genau. Schöne Meditation dazu gibt. Und dann kann man noch eine Herzensbotschaft für sich selber gestalten, die dann irgendwann bei dir daheim reinflattert. Mhm, genau. Da haben wir jetzt noch ein Event am 14. Januar.
Genau, gerade haben wir gesagt, so einen schönen Jahresbeginn. Genau. Das wäre bei dir Zahne, bei dir in deinem wunderschönen Ruhe im Go-Yoga-Studio. Genau. Genau, da findet ihr Infos bei mir auf der Website, aber auch bei der Petra. Mhm. Genau. Und dann haben wir noch eine andere Variante für alle die, die vielleicht hören und vielleicht nicht gerade hier in der Nähe sind. Zwar haben wir einen schönen Online-Kurs zusammen kreieren. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich am besten. Also meine Leidenschaft für Öl und Meditation kombiniert mit deiner Leidenschaft für Yoga. Und das ist so wirklich der Online-Kurs Yoga und Öl. Und ich finde, der ist ganz wundervoll rausgekommen. Ganz schön, ja. Genau, und dann würden wir im Januar, wir wissen noch nicht genau, welches Datum, das wir jetzt noch miteinander besprechen. Wird im Januar anstarten und ist wirklich ein dreiwöchiger Online-Kurs. Mit so der Energie von uns beiden. Genau. Mhm. Und was auch immer noch mal gefolgt, Cornelia. Ja, genau. Ich mich auch. Ja, Petra, wie können Sie sonst mit dir Kontakt aufnehmen? Was hast du für konkrete Angebote sonst noch, auch mit deinem Studio? Kannst du dir gerne noch ein bisschen erzählen. Danke. Also bei mir findet man eigentlich die Infos vor allem auf der Webseite auf www.goyoga.ch und biete regulär einfach Yogastunden an. Dort unter Stundenplan findet man Zeiten. Ich mache auch sonst noch Events. Jetzt gerade aktuell dann wieder Yoga Nidra auf die Weihnachten hin. Ganz schön mit einem Jahresrückblick dazu. Ja, dort findest du noch weitere Infos und Details. Mhm. Und ich mich sehr freue, dich zu sehen und allenfalls regelmäßig oder einfach zu einem einzelnen Event. Genau. Mhm. Was für Yoga-Richtungen tust du anbieten? Vielleicht auch für Leute, die Yoga noch nicht so kennen. Ja, ich mache Hatha Vinyasa. Das ist so, dass es klassisch am Hatha angelehnt ist, wo man ja schön gemütlich durch die Yoga-Haltungen geht. Aber das Vinyasa heisst dann gleich verbindend. Also man tut es gleich aneinander reihen. Schauen dann, dass wir schön Zeit haben, eben, um in den einzelnen Haltungen zu bleiben dort. Es gibt auch oft eine Meditation, auch eine Atemübung dabei bei diesen Stunden. Und dann biete ich noch Power-Yoga, ganz ein bisschen in die andere Richtung noch etwas. was wirklich so ein bisschen mehr auch um Fitness geht vom Körper. Es gibt auch Menschen, die brauchen das zuerst einmal den Körper richtig spüren, um nachher entspannen können. Dann ist das eine sehr gute Variante. Wir machen auch dort immer eine Meditation, eine kurze am Anfang und am Schluss natürlich dann die Entspannung. Trotzdem ein schöner Ausgleich zum Sport, dass du gleich aber den Körper spürst. Also ich finde, das hat so beides seine Vorteile. Darum kann ich mich auch nicht entscheiden und biete einfach beides an. Ja, das ist ja auch schön, dass man wie kann wählen kann. Ja, es ist genau. Ja wie eben Christoph und bei mir, wo jetzt beide bei dir sind. Mhm. Also bei mir war das wie so der Impuls, wir machen so viel Actionsport in dem Sinn und ich wusste, ich müsste eigentlich etwas Ruhigeres noch machen oder ich möchte etwas Ruhigeres noch machen. Und hankerum eben, wie du vorhin gesagt hast, jemand braucht vielleicht wirklich eben genau gerade die Action oder so ein bisschen die Power vom Power-Yoga. Um runterzufahren. Genau. Das ist wie schön, wenn du das so ein bisschen wählen kannst. Was zu dir passt wieder. Was zu deinem Lebensstil auch passt. Und zum Lebensabschnitt. Das finde ich auch immer sehr wichtig und spannend, oder? Vielleicht ist es am Anfang Power-Yoga und irgendwann merkt man, jetzt brauche ich etwas Ruhigeres. Ja. Und dann wechseln manchmal die Leute auch, was sie total schön finden, wenn man das dann auch spürt, dass es jetzt Zeit ist, um vielleicht ein anderen. Oder umgekehrt, oder? Ja. Ja, so schön. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich für die Zukunft raten? Dass du der Petra, der 15-jährigen Petra, mal etwas könntest sagen, so mit deiner Weisheit von heute. Es gibt so vieles, weißt du, was ich jetzt da denke. Es gibt so vieles und doch ist es so simpel, finde ich, einfach glücklich sein. Und das klingt jetzt eben nach einfach, aber ich glaube, es ist so, dass man sich jeden Tag dafür entscheidet,
Man kann sich jeden Tag dafür entscheiden, glücklich zu sein. Mhm. Und die Rat wäre, wie entscheide ich wirklich immer wieder bewusst ja, dafür. Genau. Mhm. So schön. Mhm. Mhm. Ja. Schön. Und dann du? Und dann ich? Das würde mich jetzt auch noch wundern. Das würde ich auch noch wundern. Ja, so just do it. Mach es einfach. Ja, das dann ist wieder reingumpen. Hey, wieder mit dem Gumpen. Ja, wirklich. Weil das war wirklich für mich so ein Game Changer. So, wo das Mut tut gut mit irgendwie Mitte 20 gekommen ist. Mhm. Und ich wirklich so gemerkt habe, so, jetzt kannst du den Perfektionismus und dem Online-Sprechen wie über Bord werfen. Jetzt musst du wirklich so mutig sein und es braucht, ich finde, den am meisten Mut, wenn du eben so auf dein Herz hören willst. Also, ja. Das ist wirklich so, wenn du deinen Herzensweg willst gehen, eben sprich, einfach übersetzt, wenn du willst, deine Entscheidungen treffen, wie so dein Herz sich eigentlich wird dazu entscheiden, ja, braucht es sehr viel Mut. Ja. Ja, also, just do it, gump, mach's. Mhm. Ja. Ja, also dann meinst du abdroschen los auf dein Herz, aber es ist so wirklich voll das und das braucht wirklich, eben, jetzt muss ich sagen, es braucht so viel Mut, ja, auf sein Herz zu hören und wirklich sein Leben nach dem noch zu gestalten. Mhm. Ja, ja, das sind, weißt, für uns gibt es ja wie auch nicht so viele Wörter. Ich finde auch immer wieder, ich suche viel nach Wörtern, weil es nicht genau das ausdrückt, was ich eigentlich sagen will. Und eben zum Beispiel aufs Herz hören, das ist so, so schön, jeden Tag aufs Neue. Aber ja, wir haben es schon viel gehört, aber man muss es eben fühlen. Ja. Ich sage eigentlich das Herz fühlen. Ja, das ist so mit den Wörtern. Das ist, unsere Sprache ist begrenzt. Ja. Und das Fühlen ist nicht, das ist, ja, ist unbegrenzt. Genau. Ja. Ja, liebe Petra, hast du noch so ein Wort zum Sonntag? <Abschließend. lacht> Noch irgendetwas, was du noch gerne sagen willst oder wo dir jetzt noch so durch den Kopf geht? Ja, du hast mich vorher noch gefragt, eben nach dem 15-jährige Ich, was das gerne noch für einen Ratschlag gehört hat. Was ich jetzt meinen Kindern viel sage, auch ist, also wenn du glaubst, dass es du kannst, dann kannst du es. Und wenn du glaubst, du kannst es nicht, dann kannst du es nicht. Ja. Also dein Mindset macht so viel aus. Und ich finde wirklich, also da gibt es sehr viel Bestätigung für das, oder? Wenn du denkst, du schaffst es nicht, dann schaffst du es nicht. Mm. Aber wenn du denkst, du schaffst es, oh ja, dann schaffst du es. Ja, und wenn du es dann noch fühlst, also weißt, wenn du es richtig dir in das fühlst. Das würde ich noch gerne. Das auch noch gerne. So schön. Ich danke dir von Herzen, liebe Petra. Ich freue mich auf alles, was kommt, was wir miteinander können kreieren. Ich bin aber natürlich auch in der super Lage, dass ich einfach konsumieren zu dir. Zum Glück, ich freue mich immer. Ja, ich freue mich auch immer fest. Ich komme sehr gerne zu dir. Und danke vielmals, schön, dass du da warst und hast den Zweifel ein bisschen auf die Seite tun. Und haben jetzt ein schönes, wertvolles Gespräch dürfen haben. Danke vielmals. Ich danke dir vielmals, Cornelia. Es ist wie immer einfach schön, zu dir zu kommen. Danke. Das war eine Episode vom Young Spirits Podcast. Von Natur aus spirituell. Schön, dass du mit dabei warst und bis bald. Deine Cornelia Saviera.